Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebe kann alles. Heute die Folge mache ich nicht allein, sondern wer ist denn noch dabei? Ich, Annalena, ich bin auch dabei. Wunderbar. Wir beide machen die zusammen, weil es heute um ein Thema geht, was generationsübergreifend ist. Nämlich, wir wollen heute mit euch darüber reden, was könnt ihr tun, welche Schritte empfehlen wir, wenn eure Beziehung festgefahren ist. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich allerdings noch eins sagen, was uns, und da rede ich uns von uns dreien, meiner Frau Annalena und mir, ganz besonders wichtig ist. Wir haben uns dem Thema Beziehung in einer ganz besonderen Form gewidmet, unserem Kernthema Beziehung. Wir werden ab nächster Woche Montag, heute in einer Woche, werden wir damit beginnen. Wir haben eine vierteilige Webinarserie vorbereitet, wo es rund um das Thema Beziehung geht und wo ihr die Möglichkeit bekommt, uns auch live an den Abenden Fragen zu stellen. Also heute in einer Woche geht's los. Die jetzt bereits Lust haben, auf jeden Fall mit dabei zu sein, können sich hier unten unter in den Shownotes anmelden. Und wir freuen uns natürlich über einen ganz, ganz lebendigen Abend mit euch dann ab nächster Woche Montag. Und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mal mit der Folge. Ja, Annalena, ich habe es gerade gesagt, ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, was in meinen Augen, so wie ich dich eben im Vorfeld ja auch verstanden habe, auch in deinen Augen nichts damit zu tun hat, wie alt man ist, nichts damit zu tun hat, wie lange ist man bereits in der Beziehung, sondern es geht bei manchen Paaren nach kürzester Zeit los und bei anderen geht es ja nach 30 Jahren los. Was sind denn so deine persönlichen Erfahrungen? Vielleicht kannst du uns da was drüber sagen. Und was sind die Themen oder was sind so die häufigsten Ursachen, wofür Männer und Frauen in deiner Generation an den Punkt kommen, wo sie das Gefühl haben, sie sind total festgefahren? Ich glaube, ein Riesenthema ist, dass tatsächlich viele sagen, wir streiten und der Streit führt zu gar nichts. Und da du das ja schon so eingeführt hast, ob ich das kenne, ich kenne das. Das war rein zufällig. Ich hatte das ganz stark auch in einer meiner vergangenen Beziehungen, wo es immer so war, dass man wirklich geschrien, gestritten, was auch immer hat und am Ende kam dann nichts bei raus und das hatte schon, viele würden jetzt sagen, was Toxisches, ich weiß immer nicht, was ich mit dem Begriff, ob das so mein Begriff ist, aber es hatte auf jeden Fall was nicht Produktives und Festgefahrenes. Das heißt, es kam nichts bei raus? Das war nie so, dass man danach gesagt hat, okay, jetzt verstehen wir uns besser, jetzt haben wir das Thema geklärt, jetzt ist es irgendwie konstruktiv gewesen, es war immer eigentlich nur, wir streiten, um zu streiten, also weil irgendwann hat es sich wirklich angefühlt, wir streiten, um zu streiten und es war so absurd. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil mein erster Versuch, und das erzähle ich jetzt nur, weil ich trotzdem sagen würde, das ist ein super Versuch gewesen, aber weil ich weiß, wie schwer das ist. Mein erster Versuch war tatsächlich, wenn wir uns wieder so hochgespult haben, zu sagen, ich gehe jetzt eine Runde raus, ich probiere jetzt aus dieser Situation rauszukommen, weil anders haben wir es nicht hinbekommen. Und in dem Moment hieß es dann immer, das kenne ich, raus heißt, du bist aus dem Raum gegangen, oder? Genau, genau. Okay. Ich wollte aus dem Raum rausgehen, ich wollte aus der Situation irgendwie rauskommen. Und das kenne ich von super vielen bei mir in der Praxis, dass die eigentlich genau wissen, okay, jetzt wäre es an der Zeit, die Situation zu verlassen, weil wir kommen einfach nicht weiter. Und dann passiert es, dass der Partner irgendwie sagt, wenn du jetzt gehst, dann verlasse ich dich, dann war es das zwischen uns. Und genau so was habe ich eben auch erlebt, dass dann immer so eine, ich würde fast sagen, so eine emotionale Drohung kam, wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen, dann kommst du nicht mehr rein, dann weiß ich nicht was. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich das überhaupt nicht auf eine natürliche Art und Weise getraut habe. Und das war, ich nehme das jetzt mal als ein Beispiel, das war so ein langer Prozess, bis ich wusste, wie, ich sag ganz offen und ehrlich, gestört das ist, dass ich lieber zulasse, dass jemand mit mir so streitet oder ich mit jemandem so rumschreie, als dass ich das Risiko eingehe, dass er dann vielleicht sagt, okay, dann kommst du nicht wieder rein, aber ich mich für mich entscheide, weil ich merke, das so tut mir nicht gut. Und ich weiß, wie gesagt, wie sich diese Situation anfühlt und deswegen würde ich sagen,
wenn du dich in der Situation wiedererkennst, dass du sagst, wir streiten, aber es muss ja gar nicht mit Schreien sein, das kann ja auch ein viel ruhigeres Streiten sein, aber wir kommen nicht weiter, dann kann ich dir zusammenfassend eigentlich nur sagen, dann braucht es einen Weg, um aus diesem Moment rauszukommen. Das ist ja eigentlich auch dieses ganze Thema in unserem Podcast, wie kommt man aus dem Festgefahrenen raus? Und ich kann dir sagen, das ist Tipp Nummer eins, dass man einfach irgendwie sagt, ich gehe spazieren, ich gehe aus dem Raum raus, ich probiere irgendwie die Situation zu unterbrechen, in der wir schon ganz oft gesteckt haben. Das Zweite, was ich oft in der Praxis empfehle und wo ich auch weiß, dass es vielen inklusive mir geholfen hat, ist auch mal zu sagen, das hilft jetzt nicht nur, wenn ich eine Runde spazieren gehe, weil danach sind wir an dem gleichen Punkt wie vorher. Vielleicht muss ich mich jetzt mal trauen, gerade wenn man zusammen wohnt, mal eine Nacht woanders zu übernachten, mal wirklich ein bisschen eine räumliche Trennung dran zu bringen. Und da kriegen viele dann immer so einen Schock, weil sie denken, oh, eine räumliche Trennung, Trennung, ich will keine Trennung. Nicht eine Trennung, um sich zu trennen, sondern eine räumliche Trennung, wo es einfach nur darum geht, überhaupt erstmal wieder zu realisieren, wo stehe ich eigentlich gerade und was brauche ich, damit unsere Beziehung in irgendeine neue Richtung gehen kann. Und dann würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe gerade natürlich sehr genau zugehört und ich weiß ja auch noch, wie es dir damals, ich kenne ja noch die Beziehung, in der es dir so ergangen ist, wie du es gerade eben zu Beginn beschrieben hast. Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung natürlich sagen, okay, also wenn dann zwei Leute permanent miteinander streiten, gegeneinander krachen, ohne dass wirklich etwas passiert. Und du hast ja eben gesagt, jedes Mal kam es wieder dazu und bei keinem Mal gab es irgendwie eine Auflösung. Da würde ich gleich noch einen Tipp ergänzen, weil das habe ich ganz häufig in meiner Arbeit. Das ist sicherlich auch um eine andere Form der Kommunikation geht. Mhm. Weil das, was ich immer wieder erlebe, wenn es dann so aufgeheizt ist, die Situation, dass die beiden gegeneinander prallen oder dass es laut wird und dass Vorwürfe kommen, dann ist es ganz häufig so, dass beide in erster Linie über das reden, was der andere nicht richtig macht, über das reden, was der andere zu wenig macht oder was er noch nie gemacht hat. Und eine in meinen Augen relativ leichte, also von der Logik her relativ leichte Veränderung wäre, dass ich einfach bei mir bleibe. Ja, dass ich lerne zu einfach sagen... Einfach bei mir bleiben. Genau, ich sage von der Logik. Es ist natürlich schwierig, wenn die Situation so aufgeheizt ist, dann den Fokus bei sich zu halten. Aber ich weiß halt auch, dass das zu einem anderen Ergebnis führt. Wenn ich bei mir bleibe und sage, das, was du da gerade gesagt hast oder das, was du mir gestern vorgeworfen hast, das macht mit mir das und das, das verletzt mich, das macht mich wütend, das finde ich total ungerecht, weil und so weiter. Es ist wichtig, dann zu versuchen, das muss einem ja nicht gleich gelingen, aber zu versuchen, damit die Situation weitergeht. Ja? Du kannst rausgehen, wenn du nach dem Spaziergang dann wieder reinkommst, sagst du ja gerade selber, dann ist, wenn du nicht an den Kern des Problems gehst, dann hast du natürlich einen Tag später oder wann hast du die gleiche Situation möglicherweise wieder. Deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, da, und das kann ja auch auf dem Spaziergang passieren, dass man sich klärt, was genau macht mich gerade so unbändig wütend. Was regt mich so auf? Was verletzt mich in einem Maße? Und wenn ich reinkomme und sage, okay, kannst du dir eigentlich vorstellen, warum ich gerade so laut geworden bin? Weil das hat einen Punkt in mir berührt, das hat etwas in mir getriggert, was mir einfach so wehtut oder was mich so ohnmächtig macht. Das, glaube ich, ist ein Riesenpunkt. Und ich glaube, wenn ich dich da gerade so höre, was für mich auch ein Riesenpunkt war zu verstehen, warum ist es eigentlich zwischen uns so festgefahren? Weil, und warum sage ich mal, ich hatte ganz viele Freunde, die einfach gesagt haben, also das mache ich nicht mit mir, jetzt bin ich weg. Warum lasse ich sowas eigentlich mit mir machen? Weil oftmals, das habe ich bei mir erlebt, ging es gar nicht um das eigentliche Thema, warum ich wütend war, sondern es war fast so eine ungesunde Abhängigkeit. Und ich habe in meinem Rausgehen mich natürlich irgendwann gefragt, warum fällt mir das eigentlich so schwer? Und habe gemerkt, in was für einer Verlustangst ich gesteckt habe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt mich, also für mich war das richtig absurd, wenn ich mich jetzt um mich kümmere, dann bin ich doch alleine. Warum zur Hölle würde ich das machen? Warum würde ich jetzt aus einer Situation, wo ich wenigstens jemanden habe, rausgehen, um danach dafür alleine zu stehen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erlebe ich ganz häufig, dass es ganz vielen Männern wie auch Frauen tatsächlich noch mehr gibt oder ein anderes Gefühl von Verbundenheit gibt, wenn sie miteinander streiten, als wenn sie, und das wäre trotzdem mein Tipp, konsequenter werden und sagen, das tut mir einfach nicht mehr gut. Jetzt gehe ich mal wirklich einen Moment davon los, lasse einen Moment los. Und da komme ich zu einem, was mir eben
einfiel, als du darüber geredet hast, wie es dir selber damals erging. Es gibt, deswegen bin ich ja heute auch dabei, es gibt in meiner Generation, gibt es halt viele Paare, die ich erlebe, die streiten gar nicht mehr miteinander. Mhm, also die haben die Phase, ich weiß nicht, ob sie die überhaupt mal hatten, oder sie haben sie längst hinter sich. Und da kann ich auch nicht sagen, dass ich die Situation in irgendeiner Form besser finde, nämlich Paare, die so gar nicht mehr miteinander diskutieren, sich auseinandersetzen, sondern Paare, und das erlebe ich ganz häufig in der Praxis, Paare, die komplett nebeneinander herleben. Die lassen nicht voneinander los, das wäre mir jetzt zu modern, ehrlich gesagt, sondern die haben gar keine Idee mehr, weil sie vielleicht vorher nur gestritten haben, weil sie vielleicht noch nie in ihrer Zeit ein echtes Miteinander über die Verliebtheitsphase hinaus erlebt haben, die einfach komplett nebeneinander ihr Ding machen. Da kann ich dir sagen, das ist auch generationsunabhängig. Ist es so? Ja. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, der gehört schon eine ganze Zeit dazu, weil am Anfang müsste doch eigentlich, da gehe ich jetzt vielleicht auch von mir aus, am Anfang müsste doch jeder, wenn er merkt, die Verliebtheitsphase geht weg, wenn er dann merkt, okay, es ist immer weniger da, was uns beide zusammenbringt, was uns beide zusammenhält, was uns beide irgendwie Freude macht oder lebendig sein lässt, habe ich das Gefühl, da müsste ein ganz natürlicher Impuls da sein, okay, jetzt kämpfe ich um die Beziehung. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Generationsproblem aus meiner Generation, dass, da habe ich schon mal in einem Podcast, ich glaube, mit Eva drüber gesprochen, dass das so ein Riesending ist, dass man das Gefühl hat, man hat so eine große Auswahl. Und ich kenne ganz viele, die an dem Punkt sind und denken, also bevor ich jetzt mir hier irgendwie einen großen Aufwand gebe, um was zu verändern, sage ich lieber, ich finde schon jemanden. Weil du bist ja noch nicht mit so vielen Sachen verstrickt, dass du sagst, da hängt eine Familie hinter, da hängen Kinder oder eine Ehe oder was auch immer hinter. Und das ist, finde ich, eher so ein Generationsthema bei mir, dass ich das Gefühl habe, die Leute sagen, also bevor ich das jetzt mache, gucke ich lieber nochmal. Die gehen dann, genau. Ja. Wovon ich gerade rede, sind ja die, die dann dabei bleiben, die einfach jahrelang zum Teil, jahrelang nebeneinander herlaufen und gar nicht mehr miteinander, die überhaupt keine Idee haben. Und manchmal wirkt es auch so, als wenn sie gar nicht den Anspruch an sich selbst haben, an der Situation etwas zu verändern. Aber das haben die ja auch nicht. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ja irgendwie, finde ich, das sind ja am Ende. Aber die gehen dann schon auseinander bei uns. Ohne was getan zu haben, aber viele. Okay. Und das, finde ich, ist halt das Traurige. Also, jetzt sei es, ja, klar, da kannst du ja vielleicht dann gleich noch was zu sagen. Sonst, ich weiß, wenn ich Paare erlebe in so, jetzt sage ich mal in meiner Generation, die einfach tatsächlich Jahren, und das ist häufig auch dann doch tatsächlich auch der Grund, warum sie sich in der Praxis bei mir melden, weil sie dann eine Ableitung daraus treffen. Sie sind jahrelang nebeneinander hergelaufen, jahrelang hat jeder sein Ding gemacht, jahrelang haben sie sich damit abgefunden, dass es keine Nähe, keine echte Nähe mehr gibt. Und dann kommen sie zum Teil tatsächlich mit dem Gedanken in die Praxis, dass sie sagen, also bei uns geht nur noch der Weg der Trennung, die Liebe ist weg, höre ich dann ganz häufig. Und wenn wir dann zusammen arbeiten, merke ich, na, das hat nichts damit zu tun, dass die Liebe weg ist, sondern auch das sage ich ja immer wieder, Beziehung ist Entwicklung. Und das ist ganz einfach der Fall. In solch einem Fall geht es ganz einfach darum, dass die Entwicklung einfach an einem gewissen Punkt, wo es schwierig wurde, eingestellt wurde, unterbrochen wurde und nichts mehr dafür getan wurde, die Entwicklung wieder aufzunehmen. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt einer von beiden, egal in welchem Alter, zu dir kommt und sagt, bei uns entwickelt sich nichts, wir leben aneinander vorbei, es ist absolut festgefahren, was soll ich jetzt tun? Dann würde ich, das tue ich dann auch immer tatsächlich, dann würde ich gucken, dadurch, dass ich ja mit beiden in meiner Arbeit immer rede, mit beiden erstmal getrennt voneinander, würde ich herausfinden wollen, was hat sie und was hat er, oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren, was haben beide, also jeder von den beiden, wann hat er das letzte Mal was getan, was dafür war, ausgerichtet war, etwas in der Beziehung wieder in Bewegung zu bringen, etwas in Richtung dafür zu tun, wieder in Nähe miteinander zu kommen, dafür etwas zu tun, um den anderen besser zu verstehen oder mich selbst dem anderen besser verständlich zu machen. Und jetzt sage ich mal, ich finde das ganz interessant, jetzt sagen wir mal, sitzt da einer, der irgendwie sagt, ja, ich tue die ganze Zeit was, ich frage meinen Partner, ob wir was Schönes zusammen machen wollen, ich will mit dem irgendwie zusammen meditieren, ich will mit dem zusammen zum hier kann ich dir sofort sagen, ich weiß, was du noch fragen willst, dann würde ich, das ist ja das Gute, was ich gerade gesagt habe, ich rede ja mit beiden. Ja?
dann würde ich danach, wenn du von ihm redest, würde ich danach mit ihr reden und würde sagen, okay, ich habe jetzt eben gerade von ihrem Partner gehört, der schlägt immer wieder vor, gemeinsam zu meditieren oder gemeinsam das und das zu machen. Und ich glaube mal, dass mir die Partnerin sagen würde, ich hoffe, jetzt wird es für euch da draußen nicht so kompliziert, dass mir die Partnerin sagen würde, ja, der fragt mich immer wieder das Gleiche, aber der ist nicht einmal auf das eingegangen, was ich vorgeschlagen habe. Mhm. Und dann könnte ich ja lebendig gerade so eine Situation rauspicken und sagen, okay, vielleicht müsst ihr beide mal euch ein Stück weit bewegen, nicht weil ihr eure Vorlieben irgendwie oder eure Beschäftigungen vergessen sollt und die über den Haufen werfen sollt, aber vielleicht braucht es etwas Neues, wenn der eine sagt, ich möchte gerne meditieren, der andere sagt, ja, ich möchte viel lieber gerne ein Buch lesen mit dir gemeinsam. Ja, dann braucht es vielleicht auch mal das Bemühen, dieses sich herausfordern und gucken, was kann es denn an einer neuen Gemeinsamkeit geben? Oder vielleicht auch den Blick zurück, na, was gab es denn vielleicht mal, als wir beide noch miteinander verbunden waren? Was fiel uns denn damals zusammen leicht? Was haben wir gerne miteinander getan? Ja, dass man sich an Dinge erinnert oder, wenn es da nichts gab in der Erinnerung, dass man sich gemeinsam auf die Suche macht und guckt, was könnten wir, wozu hätten wir denn beide Lust, das mal auszuprobieren? Weil ich häufig, deswegen ist die Frage super, die du stellst, weil ich häufig dann auch Paare erlebe, die aus verschiedensten Gründen auch so einen gewissen Stolz haben, bei sich und dem, was ihnen wichtig ist, zu bleiben und sich gar nicht trauen, mal irgendwie sich auf etwas Neues einzulassen, was die eigene Position ein klein bisschen natürlich verändern würde. Jetzt, ich komme gerade in so eine Interviewrolle, aber ich finde es total spannend, weil von außen merke ich gerade, was es da noch so für Varianten gibt. Jetzt gehst du aber davon aus, dass da auf jeden Fall ein Paar schon so weit ist, dass beide bei dir sitzen und beide irgendwie merken, hier läuft was schief. Da gibt es aber ja natürlich auch die andere Variante, dass da ein Paar ist, wo der eine Partner gar nichts merkt und immer nur sagt, ach, du übertreibst schon wieder und was willst du denn? Eigentlich ist doch alles super bei uns und ne, sei doch froh, dass es irgendwie so glatt läuft. Und da ist nur einer total unzufrieden und nur einer will irgendwie was ändern. Ja, aber dann würde ich mir natürlich den vornehmen, ist ja klar, würde ich mir den vornehmen, der sagt, aber was willst du aber denn? Wenn der gar nicht bei dir ist, wenn du jetzt die Person alleine hast, weil viele gehen ja auch erstmal alleine los. Dann würde ich dem anderen sagen, der unbedingt was verändern möchte und alleine bei mir ist, weil sein Partner ja sagt, das ist alles so prima, ich brauche gar keine Beratung, das gibt's ja. Mhm. Dann würde ich demjenigen, der merkt, es braucht was Neues. Der merkt, es braucht neue Wege, weil so leben sie aneinander vorbei oder leben sich auseinander. Dem würde ich dann sagen, okay, jetzt ist es wichtig und das ist sicherlich auch einer der nächsten Tipps, den ich euch geben möchte. Jetzt geht es dann darum, nicht weiter immer wieder mit dem Gleichen auf euren Partner zuzugehen, wenn ihr merkt, ihr beißt euch die Zähne aus oder ihr lauft immer wieder gegen die Wand, sondern dann würde ich ganz klar den Tipp geben, so jemanden, dann geht es jetzt darum, ein Stück weit tatsächlich mal da Ruhe reinzugeben, loszulassen und eher, das ist ganz wichtig sogar, eher die Energie und die Kraft, die derjenige oder diejenige bisher verschwendet haben, um immer wieder den Partner sozusagen einzuladen und zu sagen, sollen wir nicht mal das und ich möchte gern das. Dem würde ich eher sagen, nimm deine Kraft, nimm die Energie und guck du für dich in der Situation. Nicht, dass du deine Kraft verschwendest und deinen Partner probierst zu bewegen, der sich nicht bewegen lassen möchte, sondern nimm du deine Kraft und geh du voran, weil zum einen verschwendet er dann keine Kraft mehr, zum anderen erlebe ich, und darüber reden wir ja ganz häufig auch hier bei uns in unserer Arbeit, ist es einfach so, wenn dann sich einer oder eine bewegt, muss der andere sich mitbewegen. Genau, nicht aus Frust oder aus so, ich mache mich rar oder ich bin jetzt sauer, bockig, sondern wenn einer anfängt, sich zu bewegen, weil er erkannt hat, zusammen können wir uns gerade nicht bewegen. Jetzt bewege ich mich, und das ist der Tipp dabei, jetzt bewege ich mich, weil sonst gehe ich hier kaputt. Ja, sonst verliere ich alles, was ich irgendwie noch so an Lebensfreude habe. Wenn sich einer bewegt, muss der andere, ob er will oder nicht, sich auch bewegen. Oder, und da reden wir auch ganz oft drüber, der andere bewegt sich nicht, aber auch dann, und das ist, glaube ich, das, wovor so viele zurückschrecken, dann hat man irgendwie eine Bestandsaufnahme von seiner Beziehung, sage ich mal, weil was ich ganz oft erlebe, ist, dass da schon jemand zu mir kommt, zu mir kommen ja schon mehr einzelne Personen als Paare, deswegen habe ich das eben auch so angeschnitten, dass schon jemand zu mir kommt, der sagt, ich merke, so geht's nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe das Gefühl, meinem Partner ist das irgendwie alles relativ egal. Und dann ist der Punkt, entweder macht man das, was du gesagt hast, man
probiert seine Sachen, man konzentriert sich wieder auf sich, man findet irgendwie wieder in seinem Leben richtigen Inhalt. Ich erlebe das ganz oft, dass wenn ich mit den Menschen, bei mir sind es öfter Frauen, darüber spreche, was es denn vielleicht ist, was sie tun können, sie erst mal gar nicht wissen. Genau, wissen ganz viele nicht. Ja. Wo sie ansetzen sollen. Und dann frage ich ganz oft, was hast du denn gemacht, als ihr euch kennengelernt habt? Und dann sagen alle, also da habe ich das gemacht und da war ich noch so. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, man soll seine jetzige Beziehung nach weiß ich nicht wie vielen Jahren mit der Anfangsphase der Beziehung vergleichen. Aber was man schon machen kann, ist sich selber mit der Person, die man am Anfang war, vergleichen. Und ich sage nicht, man soll sich nicht in der Beziehung entwickeln. Aber viele erleben oder ertappen sich dabei, dass sie dann sagen, da habe ich ja noch viel mehr mit Freunden gemacht. Da habe ich ja auch noch so mein eines Hobby gehabt, das habe ich irgendwie geliebt. Und jetzt ist das gar nicht so ein Riesenthema mehr in meinem Leben. Da muss ich allerdings sagen, da müssten wir wirklich nochmal eine separate Folge draus machen. Weil wenn ich mit dir gerade zuhöre und mir überlege, du hättest mir gesagt, erinnere dich doch mal daran, was du früher gemacht hast. Ja? Jetzt lacht meine eigene Tochter, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Jetzt würde ich sagen, oh, der Tipp ist aber auch nur begrenzt wirklich gut, weil wenn ich mich daran erinnert hätte, was du meinst, ich will es nur betonen. Ja, aber du bist ja gerade, sag ich mal, du und Mama sind ja Gott sei Dank gerade nicht festgefahren in dem Sinne. Aber du hast dich ja einfach entwickelt. Das ist wenn mir jemand in unserer festgefahrenen Zeit gesagt hätte, erinnere dich mal daran, wer du früher warst. Ich weiß nicht, ob wir dann heute tatsächlich noch ein Paar wären. Weil, die Gefahr, ich weiß genau, was du meinst, aber die Gefahr ist natürlich groß, dass man sich an etwas erinnert, was man alleine sich noch getraut hat zu leben. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Weil man überhaupt keine Ahnung hatte, wie sehr man mit sich und seinen auch unbewussten Programmen in Berührung kommt durch eine Beziehung, die einem nahe ist. Mhm. Ich habe doch früher immer wieder, das weißt du ja auch, immer wieder gesagt, ich wäre ein unglaublicher Partyhengst und wäre nur unterwegs mit einem großen Kreis an Freunden. Das lag zum Teil auch daran, dass ich gar nicht wusste, wer ich auch noch bin. Und diese Qualität, wer ich auch noch bin, oder wer du auch noch bist, oder wer ihr auch noch seid, die erfahrt ihr, und das finde ich ja bis heute so wertvoll, die erfahrt ihr durch eine Beziehung, die nicht reibungslos durchläuft, sondern die euch herausfordert. Und mir fällt gerade ein, dass meine Mutter Eva Maria und ich genau das Thema nämlich als einen baldigen Podcast besprechen, was ist, wenn man sich verloren hat und wie man zurückkommt. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Allerdings kann ich sagen, dass wenn, um da irgendwie dran anzuschließen, wenn man an diesem Punkt ist, wo man sagt, ich habe jetzt ganz oft schon probiert, irgendwie mit was Neuem auf meinen Partner zuzugehen oder ich habe mich um mich gekümmert und habe wirklich in meinem Leben was gemacht, dann gibt es meiner Meinung nach mit dem, was ich erlebe, auch irgendwann einen Punkt, und da reden wir auch ganz häufig drüber, wo man, das habe ich auch eben so ein bisschen gesagt, auch dann eine Bestandsaufnahme der Beziehung hat, wenn der andere nicht mitgeht, dass man weiß, jetzt heißt es nicht, oh Gott, wir müssen uns trennen, das ist mir ganz wichtig, aber jetzt heißt es vielleicht Trennung in der Beziehung, weil wenn ich alles probiert habe, wenn ich das Gefühl habe, mit meinem Leben so wie es ist, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich bin wirklich verschiedene Schritte auf meinen Partner zugegangen und da passiert nichts. Dann hat es irgendwann, und das musste ich oft genug in meinem Leben mit Freunden, mit Beziehung, mit was auch immer erleben, hat es irgendwas mit einem gewissen Selbstwert zu tun, zu sagen, und so mache ich jetzt nicht mehr länger weiter. Ich entscheide mich jetzt, nicht nur mich um mich zu kümmern und die ganze Zeit aber mit meinem Partner irgendwie so komisch nebeneinander herzuleben, sondern ich ziehe mich das jetzt nicht raus. Weil ich glaube, jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mit seinem Leben immer mehr auf die Bahn kommt und in der Beziehung geht es in eine komplett andere Richtung, beziehungsweise es geht in gar keine Richtung. Und dieses Trennung in der Beziehung ist was ganz anderes, als sich wirklich trennen. Das ist so ein Lieblingsthema von uns. Da geht es darum, einen Schritt zu tun, der aus der Beziehung rausführt. Aber jetzt meine ich nicht einen Spaziergang, sondern jetzt meine ich schon ein bisschen mehr als das. Erstmal eins war ganz wichtig. Du hast eben gesagt, das hat was mit Selbstwert zu tun. Es hat vor allem etwas mit Selbstschutz zu tun. Es hat nämlich damit zu tun, dass ich aufhöre, in irgendeiner Form festzuhalten, zu kämpfen, Kraft aufzuwenden, um die Beziehung insgesamt in Bewegung zu bringen. Das hat vielmehr damit zu tun, ich erkenne für mich, nachdem ich wirklich alles ausprobiert habe, dazu kommen wir, das sage ich aber gleich noch, dazu kommen wir noch ausführlich, wenn ich für mich und nicht nur für mich selbst, sondern möglichst auch durch die Hilfe, die ich mir dann geholt habe für meine Beziehung, wenn ich an den Punkt komme und erkenne, ich habe jetzt alles versucht, ja,
auch das, was von mir ist, der Coach mir noch gesagt hat, habe ich auch jetzt versucht, mit meinem Partner zu bewegen. Aber nichts hat zu einer Veränderung geführt. Ich bin immer noch unglücklich. Ich erreiche den Partner oder die Partnerin immer noch nicht. Dann ist Trennung in der Beziehung tatsächlich das Mittel, wir haben in unseren Büchern da ganze Kapitel zugeschrieben, dann ist es wirklich das Mittel, was dir helfen kann, wirklich komplett loszulassen und bei dir anzukommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo bist du im Laufe der Jahre in der Beziehung gelandet, wie weit hast du dich von dem entfernt, was dir irgendwie entspricht, was du bist, wozu du da bist, was du auch in Beziehungen leben möchtest, was du in Beziehungen teilen möchtest. Und diese Trennung in der Beziehung ist von uns ganz bewusst eine Empfehlung, um eine zu frühe, unüberlegte Trennung ganz häufig zum Glück zu vermeiden. Ja. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass es damit loslassen losgeht sozusagen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich damals mich nicht getraut habe, sozusagen eine Runde rauszugehen. Loslassen, allein der Begriff, der löst ja in Menschen, die zum Beispiel auch mit Verlustangst zu tun haben, so viel aus. Und deswegen finde ich, es ist schon eine Mischung zwischen selbst, ich glaube, für viele fühlt sich das nicht im ersten Moment an wie Selbstschutz, weil ich kenne ganz viele, die sagen, ich bin lieber in dieser gewohnten Situation, wo wenigstens jemand da ist, als dass ich loslasse und wieder alleine bin. Das fühlt sich für viele nicht wie Selbstschutz, sondern absolut gruselig an, so kenne ich das, weil man dann ja wieder irgendwie auf diesem Weg ist, wo man keinen mehr hat. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also da reden wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Perspektiven, das trifft es am besten. Ich kann nur eins dazu sagen, das ist ja auch ganz bewusst, ihr merkt es jetzt, wo wir beide allein darüber reden, das ist ganz bewusst auch ein Thema, was bei uns an einem der 4 kostenfreien Webinare ein Thema sein wird, ja, und wir zum Thema machen. Und ihr habt die Möglichkeit, weil ich erlebe das ja in der Praxis, wir erleben das in den E-Mails, dass immer wieder gefragt wird, was heißt eigentlich loslassen? Was meint ihr damit? Und was ist das genau? Was ist genau mit Trennung in der Beziehung gemeint? Und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch noch an dem Abend ausführlich geben wir euch die Möglichkeit, uns zu fragen. Dieses ganze Thema trennen oder bleiben, also das, wir reden jetzt so über diese ganzen festgefahrenen Situationen und was man da vielleicht machen kann, aber es gibt ja viele, die sagen, oh Gott, was mache ich jetzt? Muss ich mich jetzt trennen? Muss ich Trennung in der Beziehung machen? Muss ich bleiben? Muss ich nur mal rausgehen? Und da kann man auch ganz viele Fragen zu stellen. Ja, und was wichtig ist vielleicht für heute, es gibt, egal, so haben wir eben angefangen, egal in welcher Generation ihr seid, egal wie festgefahren eure Beziehung scheinbar ist, gibt es Wege, und ein paar haben wir jetzt hoffentlich euch näher bringen können in dieser Folge. Es gibt viele Wege, wie ihr die Beziehung nicht einfach an den Nagel hängt, sondern wie ihr wirklich aktiv dafür sorgen könnt, jeder von euch dafür sorgen könnt, dass ihr aus dem oder dass ihr von dem Punkt, wo ihr gerade seid, nicht aufgebt, auch nicht euch weiter irgendwie damit abfindet, auch nicht weiter die Kräfte verliert, sondern wie ihr eure Kräfte bündeln könnt und wie tatsächlich aber auch ganz häufig einer von beiden für eine Bewegung in der Beziehung zwischen euch beiden sorgen kann. Was würdest du denn sagen, ich komme hier wieder in meinen Interviewmodus, was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt sagt, ich fühle mich da total von angesprochen, es ist bei uns absolut überfällig, dass ich was tue, aber ich habe mega Schiss, ich habe total Schiss, irgendwie da rauszugehen, loszulassen, was auch immer. Was würdest du sagen, ist dein Nummer-1-Tipp, wenn man gerade so an dem Punkt ist, wo man weiß, ich muss mich jetzt bewegen und ich weiß nicht wie, außer zu unserem Webinar zu kommen? Ja, also das Webinar ist sicherlich eins, klar, das ist jetzt, liegt ja nun gerade direkt sozusagen vor der Tür. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist es hilfreich, wenn man, was ich nur dann auch raten kann, sich da nicht alleine zu lange mit rumzuquälen, wenn ich irgendwie ein Gefühl in mir habe, das will ich nicht mehr, ich will loslassen, ich weiß noch nicht wie, oder ich traue es mich nicht, dann würde ich auch tatsächlich raten, mir Hilfe zu holen. Ja. Ich würde noch sagen, die Meditation, tatsächlich in allen Situationen, wo ich gemerkt habe, bei mir kommen Ängste hoch, hat es mir total geholfen, da so ein bisschen mit dieser Angst, mit der Meditation umzugehen, dann war ich damit nicht so alleine. Auch ein super Tipp, ja, weil die Meditation natürlich einem dabei helfen kann, auch unter die Angst zu gehen und tatsächlich häufig dann auch durch die Meditation zu erleben,
was diese Angst, was sich eigentlich tatsächlich hinter dieser Angst verbirgt, sodass sich die Angst teilweise auch ein Stück weit auflösen kann. Nur durch die Meditation alleine, wenn man unerprobt ist, glaube ich, reicht nicht, aber es ist sicherlich ein Hilfsmittel, ein Mittel, um sich klarer zu werden. Ja. Ja. Annelena, danke dir. Vielen Dank. Ich freue mich auf unser beider Abend, den ich wir mich auch zusammengestalten. Ich sage es nochmal, ab nächster Woche 4 kostenfreie Webinare in den unterschiedlichen Konstellationen. Annelena und ich, meine Frau und ich, Annelena und meine Frau. Also alles, was wir hier in unserem Hause zu bieten haben. Ich freue mich total darauf. Danke dir auch für die Folge. Und ich freue mich, wenn ihr zahlreich dann ab dem kommenden Montag dabei seid. Bis dahin, denkt daran, Liebe kann alles. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.